deshalb möchte ich an dieser Stelle mit einem Vorurteil aufräumen. Wir machen den Unterschied und wir differenzieren, denn wir sagen auf der einen Seite, ausländische Investoren, herzlich willkommen, ausländische Studenten, herzlich willkommen, ausländische Restaurantbetreiber, wenn Sie es ehrlich meinen, herzlich willkommen. Und wir sagen natürlich auch, der Grundgedanke des Asyls ist der Leuten für bestimmte Notlagen und Zeiträume eben Schutz, Zuflucht und Halt zu bieten. Und wer tatsächlich vor Krieg flüchtet, kann das natürlich für die Dauer dieses Zustandes hier bekommen. Aber das sind ja längst nicht alle. Viele täuschen diese Dinge nur vor. Viele sind eben reine Asylschwindler. Und was man an dieser Stelle auch sagen muss und betonen muss, ist ja die Tatsache, dass Deutschland außenpolitisch immer noch mit denen zusammenarbeitet, die diese Kriege in vielen Fällen anheizen, diese Konflikte eben schüren. Auch hier müssen wir auf eine andere Politik sorgen. Und wir müssen zu dem Grundsatz zurück, nicht zu meinen, diesen Ländern und Menschen dadurch nur zu helfen, indem wir sie hier auf Dauer aufnehmen und hier alimentieren. Nein, wir müssen die Situation in den Herkunfts- und Heimatländern dieser Menschen verbessern. Dafür müsste Deutschland sorgen. Aber all das wird eben nicht gemacht. Aber wir sagen dennoch, der Grundgedanke des Asyls ist kein falscher. Und wer tatsächlich von Krieg verfolgt ist, kann hier für die Dauer dieses Zustandes Asyl bekommen, wenn er nach Ende des Krieges eben dasselbe tut, was wir Deutschen auch getan haben und tun mussten, nämlich sein Land wieder aufzubauen.